Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Flife Legacy. Wir räumen den endlosen Turm ab, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute keine Etage schaffen würden. Genau, nur dass ich das nicht vergesse, weil das ist schon wichtig. Und ich habe auch gerade gesehen, wow, vorgeschlagene Kampfgrad war irgendwas mit 300.000? 364.000? Was ist das bei Ebene? Oh, ja, tatsächlich. Oh ja, daran hätte man es auch erkennen können. Es steigt einfach von Ebene 14 auf Ebene 15 um 150.000. Das erklärt einiges. Also ich meine, nicht, man hat es ja selber gemerkt, aber das erklärt einiges, ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Gut, dann gucken wir kurz ins Tierbuch. Zack, jetzt habe ich nämlich St. Morning fertig. Endlich. Und Garden of Rises, ja gut, da haben wir jetzt nichts wirklich was Neues bekommen. Das waren natürlich die täglichen Quests wahrscheinlich, genau. Aber das heißt, mit Garden of Rises, mit Saint Morning und mit Flaris bin ich jetzt, ich weiß, das haben wir Leute schon am zweiten Tag gefühlt gehabt. Fertig, da fehlen jetzt nur noch die Dungeon-Bosse. Genau, dann haben wir wieder jede Menge zum Verschmelzen und eventuell auch wieder upgraden, wie immer. Ich habe es mir jetzt vorher nicht unbedingt angeschaut. Ich weiß nur, dass ich schon drei Parts habe. Und auch danke an Virginia, ich weiß eigentlich nicht, ob männlich oder weiblich, spielt aber auch keine Rolle. Auf jeden Fall danke für die Items, denn wir waren heute zusammen in Ankus Grab, zufällig tatsächlich, und da sind anscheinend ungebundene Ranger-Items gedroppt oder Akrobat-Items, und die habe ich dann einfach so bekommen, obwohl ich gar nichts zurücktauschen konnte. Also war ganz nice, also danke nochmal. Genau, so, dann müssen wir ins Lager gucken. Nochmal 3 Stufe 1 Suits, das sieht man auch sofort. 3 Stufe 2, die sind gesegnet, die einen. Dann haben wir aber 3 Stufe 1 Ketten und 3 Stufe 2 Ketten, 3 Stufe 1 Ohrringe. Ja, okay, das reicht erstmal. Das ist aber so viel Zeug, Mann. Oh, man. Also, die Dinger. Dann die Ketten, erst die Einser. Dann die Zweier. Genau. Und die Ohrringe. Jesus Christ, das war echt eine Menge. Das ist so krass, ne, in einem Tag. Ich verstehe gar nicht, wie das möglich ist. Aber gut, oft fehlen halt, das habe ich ja gestern auch gesagt, ja, mir fehlen jetzt hier überall eine Sache. Zum Beispiel bei den Helmen war das gestern auch so. Oh, stimmt, bei den Zweierrüstungen war es auch so. Ja, eben. Und dann hast du halt am nächsten Tag, findest du genau alles einmal und dann kannst du gleich wieder 20 Mal upgraden. Bis es halt dann wirklich mal auf Eis liegt. Und wir haben jetzt auch 3 Stufe 3 Gemetzelketten. Na, endlich. Let's go. Okay, und sonst noch was? Handschuhe habe ich, glaube ich, zweimal Stufe 1. Ne? Köcher habe ich auch noch dreimal Stufe 1. Oh mein Gott. What is happening? Einfach nochmal 20.000 Sachen. Das kann ja nicht wahr sein. Also heute ist ja noch krasser als gestern. So, zack. 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 Und hat man nicht noch was? Nee. Okay. Das war jetzt aber auch eine ganze Menge. Jetzt muss ich immer sortieren, dass wir auch nichts übersehen. Also Stufe 2 Schuhe hätten wir theoretisch, aber halt einmal gesegnet. Wie gesagt, das riskiere ich nicht. Bei der Stufe 3 Kette war es genau das Gleiche. Stufe 2 Handschuhe auch nicht. Stufe 4 Rüstung haben wir nur eine. Stufe 3 Rüstung haben wir gar keine mehr. Stufe 3 Helm haben wir 2 gesegnete, da fehlt ein dritter. Genau. Wow, geht das echt alles rein? What? Damn, wo kommt dieser neue Platz her? Wahrscheinlich deswegen, weil ich gerade 50.000 Items fusioniert habe. So, und dann haben wir eine neue Kette. Und zwar ist das die Engelsgemetzelkette. Und wir haben aktuell die gesegnete Stufe 3, okay. Boah, 1400 Kampfkraft, nice. Das heißt, wir haben 2 gesegnete Stufe... Moment mal. Ja, ich kann mir eine gesegnete Stufe 4 machen. Ich kann mir eine gesegnete Stufe 4 machen. Soll ich? Schon, oder? Ja. Scheiß drauf. Ich kann mir eine gesegnete Stufe 4 machen. Verschmelzen. Wo ist meine plus 6 da jetzt hin? Das sind die beiden Kleinen. Achso, die habe ich eingelagert, oder? Ah ja. Schmiede.
Verschmelzen. Haupt. Kaboosh, Baby. Kaposch. Kapau. Ja gut, never mind. Dann habe ich mich umsonst um die Stufe 4 gefreut, weil die wird gleich wieder eingelagert. Trash. Ups, was habe ich jetzt eingelagert? Hoppla. Achso, ein Orb. Ja, ist eigentlich egal. Apropos Orbs, da mache ich wieder Orb-Swap, weil ich will die Dinge einfach nur loswerden, weil die mir zu viel Inventarplatz wegnehmen. Und ich kann nichts eintauschen, habe ich nämlich schon gemacht, verdammt. Genau. Und dann können wir noch die neue Necklace upgraden. Rüstungsupgrade. Achso, na gut, plus 6 ist sie ja schon. Na, wir können ja mal ein bisschen probieren. Let's go. Plus 9. Let's go. Alter, das kostet 1,6 Millionen Penya. Big oof. So. Nee, das war's. Mehr kann man bei einer Kette nicht machen. Okay. Nice. Ja, ist ein gutes Upgrade. Auf jeden Fall. Hat zwar jetzt insgesamt nur so 1000 irgendwas gegeben. Aber jo. Und mir wurde geschrieben hier noch, ich soll mir einen Stufe 4 Elanring machen, weil der viel mehr bringt als zwei Stufe 3 Elanringe. Könnte ich, aber ich habe halt zwei gesegnete und einen ungesegneten Stufe 3. Und wie gesagt, ich riskiere das nicht. Also ich hebe meine gesegneten Items auf. Was ihr damit macht, ist eure Sache. Aber ich grinde gesegnet, solange es geht. Wechsle dann auf nicht gesegnet, wenn die Stufe höher ist. Was keinen Sinn ergibt, weil beim Stufe 3 Ohrring habe ich es auch nicht gemacht. Na, da bin ich eigentlich mittlerweile an Bord. True. Oder war es Ohrring? Oder war Ohrring gemeint? Ne, ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass Ring gemeint war. Wow. Na, meint, vielleicht habe ich es auch tatsächlich falsch gelesen. Kann natürlich auch sein. Okay, das war halt morgen. Und damit meine ich 13 Uhr. Da kann man sowas schon mal missverstehen. Hoppla. Da kann man sowas schon mal missverstehen. Ja gut, dann never mind. Dann Rüstungsupgrade. Ohrring. Wobei ich den jetzt auch nicht zu krass machen würde. Genau. Und beim Plus. Warte, wir haben einen plus 5. Warum war der plus 5? Alright, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, bei Penny habe ich noch genug. Aber die ungesegneten Sachen, die upgrade ich jetzt nicht so krass. Erstmal. Zumindest auf der niedrigen Stufe. Oder wobei, können wir vielleicht alles mal plus 8 machen. Jetzt, wo ich gerade so viel Penny habe und es nicht für nichts anderes ausgeben kann. Na ja, gut, okay, machen wir alles plus 8. Oder probieren's. Easy. What the fuck? Okay. Was zum Teufel war das? Ey. 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 Okay, was zum Teufel, was ist hier bitte los? Ist es ein verfluchter Demoi-Earring oder was? What the hell? Alter, das ist eine fucking 60% Wahrscheinlichkeit auf Stufe 7, was ist hier los? Na also. Na also. So, jetzt noch den hier. Ja. Genau, aber mir wurde auch noch geschrieben, ich hätte so viele Orikalkum. Und dass ich auch mal mein Equip upgraden soll. Aber... Oh, die Rüstung ist noch plus 6. Alter. Ey. 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 Oh mein Gott. Na also. Jetzt müsste alles plus 8 sein. Alright. Hat uns aber auch sau wenig Kampfkraft nur gegeben. Genau. Und wir haben alles verbessert. Handschuhe und Kette sind plus 9. Ja, stimmt schon, aber schaut mal, wie viel Geld mich das jetzt gekostet hat. 26 Millionen seengebundenes Penya. Und das ist schon eine Menge. Also das ist auf jeden Fall mehr, als ich an einem Tag schaffe aktuell. Habe ich eigentlich mal locker an einem Tag, oder hätte ich locker an einem Tag geschafft, wenn ich nicht Wiedergeburt gedrückt hätte. Aber dadurch, dass jetzt alles stärker geworden ist, ist das halt auch nicht mehr so einfach. Aber ja, also ich finde das halt ehrlich gesagt einfach zu teuer mit zu wenig Benefit, weil solch 3k Kampfkraft mehr, aber das merkt man ja nicht mal. Also selbst 10.000 merkst du fast gar nicht bei den starken Monstern. Von dem her, weiß nicht, ob sich das so sehr rentiert. Aber es ist halt alles so eine Frage, ne? Irgendwas muss man ja machen, um stärker zu werden.
Also auf plus 8 kann man jetzt schon mal ziehen. Genau. Oh, lol, wir haben eine Schriftrolle bekommen. Da soll ich mich ja freuen drüber hier. Aber da ich sie aktuell nicht benutze, ist mir das noch nicht so wichtig. Genau. Ja gut, war auf jeden Fall wieder eine relativ erfolgreiche Upgrade-Only-Folge fast. Aber es hat mich jetzt auch gewundert, dass es schon wieder so krank viel ging. Aber ich hab's halt einfach drauf. Kann man halt einfach nicht anders sagen. What the hell? Alter, ich bin der unluckyste Guy, den es überhaupt gibt, was fucking Sternzeichen angeht. So, Gildenladen habe ich heute schon leer gekauft, glaube ich, genau. Ja, morgen kann ich es mir nicht mehr leisten, RIP. Genau, dann haben wir noch Skills. Wie viele Ressourcen habe ich? Ah, es reicht genau für einmal, also einmal Meisterschaft und das war's auch schon wieder. Gut, Fundgrube, was haben wir hier noch? VIP, das Event läuft ja noch. Genau, 300 Punkte braucht man dafür. Ein Horikalkum, das ist halt absolut lächerlich. Das werde ich halt niemals schaffen. Und ja, dann würde ich fast sagen, kommen wir heute mal einen kurzen Day. Leider. Ich muss auch sagen, ich bin momentan ein bisschen angefressen, weil es mit dem Gacha wieder nicht funktioniert. Ich habe es jetzt heute hinbekommen, sechsmal Item-Gacha zu kriegen. Da war ich aber auch relativ lucky, weil das ausnahmsweise mal wieder funktioniert. Aber Begleiter-Gacha ist jetzt wieder noch bei 3 von 6. Kisten habe ich jetzt glücklicherweise auch noch durchgebracht, aber wirklich, ich muss halt. Ich schwöre es euch, ich muss am Tag 20 Mal die App neu starten für 10 Werbespots. Und ganz ehrlich, das ist mir irgendwo auch nicht wert, weil erstens mal, fuck es ab, es kostet viel Zeit. Mehr Zeit, als wenn du es einfach nur nebenbei laufen lässt. Und, also keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ich verstehe auch nicht, warum es nicht funktioniert, weil manchmal funktioniert es einwandfrei. Mittlerweile sehr selten nur noch, aber am Anfang hat es ja immer einwandfrei funktioniert. Jetzt plötzlich kommen die ganze Zeit so Fehler. Und nach gewissen Werbungen ist garantiert, dass danach nichts mehr geht. Also es gibt gewisse Werbespots bei mir. Wenn du den hast, danach kommt keine Werbung mehr. Das ist 100% sicher. So ein Bullshit einfach nur. Aber ja, gut. Naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Upgrade-Folge erfolgreich abgeschlossen. Macht's kurz rein. Ciao, ciao.